Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. So, der Blick aufs Zeiteisen, auf die Uhr genau zu sein, sagt uns, es ist pünktlich 15 Uhr und damit sind Sie richtig, genau richtig hier bei Pearl TV zur 15-15-Show, denn täglich um 15 Uhr begrüßen wir Sie zur ersten Schnäppchenjagd des heutigen Tages, denn jeder einzelne Artikel ist extra für Sie auf gerade mal 15 Euro herunterreduziert worden. Sie dürfen bei jedem einzelnen Artikel, wenn er Ihnen gefällt, gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Und zwei wunderschöne Damen werden uns jetzt die Artikel reinbringen. Und deswegen sage ich zum ersten Mal am heutigen Tage, es schlägt 15. Ja, und ich kann nur sagen, wir beginnen mit einem außergewöhnlichen Tischlampe. Ein Tisch, der kann überall stehen. Das kann der Nachttisch sein, das kann der Schreibtisch sein, das kann der Schminktisch sein. Und Sie sehen, USB, hier Stromverbindung, also sehr wenig Energiebedarf. Das ist auch immer wichtig bei elektrischen Geräten heutzutage. Jetzt muss ich nur den USB-Stecker richtig rum reinstecken. Na, komm schon, jetzt haben wir ihn drin. So, und jetzt sehen wir hier natürlich erstmal einen flexiblen Hals, den ich einstellen kann. Und ich habe verschiedene Lichtfarben. Und das ist auch ganz interessant, dimmbar, aber von hellem Arbeitsweiß bis hin zu warmweiß. Also ich hoffe, wir sehen hier auf dem Tisch den Unterschied. Ich glaube, man sieht es ganz deutlich. Schauen Sie mal, das ist ein schönes Warmweiß. Jetzt dimme ich das ein bisschen runter. Ja, ich glaube, deutlich zu sehen. Oder? Ja? Und du siehst hier einmal so Sensortasten. Man muss also nichts drücken, sondern man wählt das. Timer-Funktion haben wir auch. Und da sehen Sie die verschiedenen Lichtfarben. Das wäre wahrscheinlich das Richtige, Diana, für euch zum Fingernägel machen. Mhm. Ja? Das wäre mal gemütlich zum Einschlafen. Dann vielleicht noch ein bisschen runterdimmen. Mhm. Und zum Einschlafen habe ich unten sogar noch einen Timer. Ich kann 1 oder 2 Stunden einstellen. Das ist super, ja. Also hier, das, auch das Metall hier, Aluminium. Es sieht einfach unglaublich edel aus. Ich möchte es Ihnen auch mal von der Seite zeigen, dass Sie sehen, wie Sie das einstellen können. Aber jetzt kommen wir noch zur Krönung. Ja, das Ganze ist jetzt nicht nur für 15 Euro diese wunderschöne Lampe, sondern hier unten ist eine, und wir haben das vorhin in der Animation gesehen, eine sogenannte G-Ladestation eingebaut. Ah, ja. Das heißt, egal ob auf Schreibtisch oder Nachttisch, du legst hier einfach dein Smartphone, wenn es G-fähig ist, drauf. Das ist bei den Samsung ab dem S8, beim iPhone, ich glaube auch ab dem 8er. Weiß das jemand? Mhm. Ab 8? Ja. Ab 8. Ja. LG hat es bei vielen und so weiter und so fort. Also Sie werden es wissen, ob Ihr Handy dementsprechend ladefähig ist. Aber dann ist das toll. Und ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich denke ja immer schon an Ostern. Ostern soll nicht zum zweites Weihnachten sein, aber Kleinigkeiten darf man verschenken. Man möchte ja was Kleines in der Hand haben. Ja, und ich habe mir persönlich, das ist ja bei mir, setzt jeder anders und darf auch jeder anders machen, bei mir ist 20 Euro an Ostern die Obergrenze. Ich weiß nicht, gibt es für dich auch sowas an Ostergeschenken? Das wäre so ungefähr so 15 bis 20 Euro, sag mal. Wenn man sich nichts schenken will, ist so 15 nein, bis 20 nein, vor allem, Euro vor allem, die eigentliche Grenze. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich möchte Ostern nicht zum zweiten Weihnachten. Das ist richtig, das ist richtig. Aber wie gesagt, trotzdem willst du nicht mit leeren Händen da stehen, wenn du eingeladen bist. Genau. Und da finde ich, ist so etwas doch immer richtig schön. Fände ich als Schreibtischlampe schon großartig. Als Nachttischlampe bin ich schon lange auf der Suche nach einer Alternative zu meiner, die mit Batterien betrieben wird. Und gerade mit diesen unterschiedlichen Lichtfarben und mit der Tatsache, dass man sie dimmen kann, finde ich die echt cool. Mein Handy ist G-ladefähig, dann hätte ich sogar nachts sogar noch die Möglichkeit, das Handy neben mich zu legen und parallel aufzuladen. Du auch Schreibtisch, wenn du jetzt bei Dunkelheit noch was am Rechner machst, dann brauchst du ja nicht das große Licht anmachen, das hast du meistens sowieso, einen Schattenwurf, dann stellst du das nebendran, hier USB-Stromversorgung, geht dann sogar direkt über den Laptop und ich finde die unglaublich schön, die ist schick, die hat ein tolles Design, das ist jetzt wieder der Blick aus den Augen eines Mit-50ers, jetzt fragen wir mal die jungen Damen, wie findet ihr das Design? Ist das zeitgemäß? Monika, auf ich weiß, du bist Fall sehr modern eingerichtet. Ja, die sieht wunderschön aus und ich weiß auch, dass Diana die jeden Tag bei uns in der Maske benutzt. Ja, das ist meine Lampe. Sich damit nämlich das ist die? Ja. Okay, also ist es nicht nur meine Generation, sondern ihr zwei seid auch Fan dieser Lampe. Ich finde es toll. Ja. Also finde ich sehr, sehr schön gemacht und normalerweise liegt so eine Lampe jetzt hier bei uns, speziell diese Lampe, bei den Kollegen von Pearl.de mit knapp 27 Euro in der Liste und das finde ich schon sehr, sehr günstig. Sie bekommen das aber heute in der 15-15-Show für gerade mal 15 Euro. Und ich hatte es Ihnen eingangs gesagt, natürlich können Sie gerne, bis wir Ihnen etwas Gegenteiliges sagen, bei jedem einzelnen Artikel bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Das gilt natürlich auch für diese wunderschöne Schreibtischlampe, die auch noch G-kompatibel ist. Das heißt, kabelloses Laden von den entsprechenden G-fähigen Handys
ist hier ebenfalls möglich. PX2424 und die 569. Und wenn Sie gesagt haben, was liegt denn da eigentlich für ein cooles Mehrfach-USB-Port-Ladegerät auf diesem Tisch, dann schauen Sie jetzt mal ganz genau hin, es schlägt wieder 15. Ja, und da sehen wir das nämlich, Leute. Das haben wir auch in der 15 Euro schon. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Hier müssen wir technisch ein bisschen ein Verständnis haben, weil das ist ein sogenanntes dynamisches Ladeport, und zwar fünffach. Jetzt gibt es zweifach, dreifach, vierfach Ports, wo du auch laden kannst, aber dann ist oftmals die Strommenge reduziert. Da haben wir oftmals einen Gesamtstrom von 2,1 Ampere, was für ein Gerät ausreicht. Sobald du zwei oder drei hast, halbiert sich das und dann wird es dünn. Und die Ladezeit geht sehr lange. Hier haben wir ein sogenanntes dynamisches Ladegerät. Das heißt, Stecker in die Steckdose, ganz normal. Ich habe eine gewisse Reichweite und kann jetzt hier bis zu 5 Geräte anschließen. Und das jetzt aber in einer Gesamtstromstärke von 8 Ampere. Ja? Und das heißt, ich verzichte bei keinem einzigen der Ladeports auf die Stromstärke, die ich brauche, übrigens bis zu 40 Watt für die Fachleute. Was wichtig ist, eine dynamische Ladestromanpassung. Also das Gerät hier spürt oder liest aus, was braucht denn das angeschlossene Gerät. Es gibt hier Geräte, die können nur 1 Ampere verarbeiten. Ja? Mhm. Es gibt Geräte, die brauchen 2, 1,1 oder auch 3 Ampere. Und dieses Ladegerät hier misst es aus und schickt genau die richtige Stromstärke. Das heißt, die optimale Ladezeit dann auch für Ihre Geräte. Ich finde das klasse. Ich habe sowas mal im Fachgeschäft gesehen und gedacht, wow, ist mal ganz interessant. Da hat es 28,99 Euro gekostet im Sonderangebot. Ja. Also da kann man jetzt mal vielleicht ermessen, was das für ein TV-Sonderpreis ist. Und jetzt sagen Sie fünffach, ja, ist ganz üblich. Diana, zähl mal ganz kurz deine USB-Geräte auf, die du regelmäßig nutzt. Also das ist auf jeden Fall mein Handy, das ist mein elektronischer Buch, das ist mein Headset, das ist mein... Hast du noch ein Tablet? Ja, Tablet. Hast du noch Bluetooth-Lautsprecher? Richtig. So, jetzt sind wir schon bei 5 und dann kommt noch viel dazu. Also sowas ist heutzutage absolut zeitgemäß und es ist eben leistungsstark, um all Ihre Geräte adäquat laden zu können. Ja, vor allem, ich sag mal, mit diesem intelligenten Laden, dass immer genau die richtige Lademenge und so weiter, die richtige Amperezahl verwendet wird, dient natürlich auch dem Schutz Ihres Akkus. Das heißt, es macht ihn wahrscheinlich etwas langlebiger als bei Gerätschaften, die das eben nicht können. Und hier nochmal so eine kleine Auswahl von den unterschiedlichsten Geräten, die man ja nur heutzutage im Alltag mit USB-Strom versorgt. Und ich behaupte, das wird auch bei Ihnen zu Hause dann doch noch etwas mehr mittlerweile sein als so das klassische Handy. Allein schon zwei Handys im Haushalt, da brauchen Sie schon zwei verschiedene Ports, müssten normalerweise auch schon zwei Steckdosen bedienen und so weiter. Also ich glaube, mit einer Steckdose und diesem Fünffachport USB sind Sie definitiv besser bedient. Aus der Premium-Serie mit Pöll.de für knapp 24 Euro zu haben, gerne bis zu 5-mal bestellbar in der 15-15-Show für 15 Euro das Stück mit der PX4949 und der 569. Und es schlägt wieder mal 15 bei uns. So, und jetzt haben wir hier einen Problemlöser. Das Problem, irgendwo, wo eine Klingel sein soll, ist keine. Und dann muss man normalerweise einen Elektriker rufen, der eben Kabel verlegt. Und das ist oftmals sehr kompliziert, durch Wände, wenn es sein muss, sogar durch den Garten. Hier ist eine Funkklingel und das ist der Empfänger, der ganz einfach nur in eine Steckdose gesteckt wird, die gerade in der Nähe ist. So, und jetzt hast du den kinetischen, das ist was ganz Wichtiges, Klingeltaster. Und wenn du jetzt mal drauf drückst und sehen wir erstens mal ein optisches Signal und ich habe es jetzt leise gemacht. Wir machen es mal ein bisschen lauter, klingeln nochmal. Na, komm. So, also man hat es gut gehört, habe ich gerade gehört. So, jetzt habe ich es noch ein bisschen lauter gemacht. 4 verschiedene Lautstärkenstufen und jetzt darf dieser Klingelempfänger 150 Meter von der Klingel entfernt sein. 150 Meter Reichweite. Das heißt, du hast eine enorme Reichweite. Jetzt sehen wir hier den Taster und jetzt habe ich kinetisch gesagt. Und das heißt, du brauchst hier niemals irgendwelche Energie. Keine Knopfzellen, keine Batterien und auch keine Akkuaufladung. Denn da sind zwei Metallstücke drüber und die beim Tasten, also wenn du drauf drückst, reiben die sich aneinander und dadurch wird
der Strom erzeugt, der gebraucht wird, um dieses Signal an den Empfänger zu senden. Cool. Man also keine Batterien, kein Akku, gar nichts, das passiert automatisch. Richtig, und den Empfänger steckst du dort in die Steckdose. Jetzt weiß ich, dass das dass in den 60er, 70er Jahren oftmals Klingeln am Garteneingangstor gemacht wurden. Und dann läufst du noch 30, 40 Meter durch den Garten. Jetzt sind die 60er, 70er Jahre Erdkabel durch, Kabel kaputt. Da musst du jetzt normalerweise neue Kabel installieren. Ja. Hier einfach den Taster vorne hin, Name drauf und das zu Hause irgendwo einstecken, wo du gerade bist. Auch für zu pflegende Angehörige, praktisch als Notfallklingel. Da kommt der kinetische Klingelknopf kommt ans Bett. Ja? So als Ruftaste, wie man aus dem Krankenhaus kennt. Und das nimmst du dorthin mit, wo du bist. Dann, ich sag mal, für alle Eventualitäten. Ich finde sowas toll und für 15 Euro ein absoluter Preishit. Ja, weil ich mit 150 Meter Reichweite mal eben kurz an die nächstbeste Steckdose ran. Da können Sie also auch mal in den Keller gehen, mal die Wäsche aus der Maschine holen oder mal im Hauswirtschaftsraum eine Runde bügeln oder im Dachgeschoss mal aufräumen. Und trotzdem werden Sie ganz einfach wissen, dass es an der Tür geklingelt hat. Das Schöne ist, dass der Empfänger ganz einfach hier mit Strom funktioniert aus der Steckdose. Auch verschwindend gering übrigens die Strombelastung. Und hier der Taster, wie es so schön heißt, also der Klingelknopf, wie man so im Umgangssprachlichen sagen würde, eben mit kinetischer Energie funktioniert. Das heißt, man muss sich also auch über eine leergelaufene Batterie keine Gedanken machen. Aus der Premium-Serie von Pöll.de, normalerweise mit 22 Euro, am häufigsten bestellt und am besten bewertet, bei uns in der 15-15-Show für gerade mal 15 Euro zu haben. Gerne bis zu 5-mal pro Besteller zu ordern mit der NX 77, 82 und der 569. Und jetzt machen wir Ihnen das Sparen denkbar einfach, denn jetzt macht es richtig Spaß. Es steckt wieder 15. Sie hören es vielleicht am Geräusch, es geht ums Geld. Und hier kommen wir zu einer wirklich genialen Spartonne, sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, die viele Älteren erinnern sich, übrigens ist das unser Preisalarm, das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Die Älteren erinnern sich, du vielleicht auch, früher unglaublich beliebt 3 Liter Asbachflasche. Ja. Die stand zu Hause, da wurde Geld reingeschmissen. Die leere Weinbrandflasche. Genau, das Problem war nur, da war meistens noch ein bisschen Restflüssigkeit drin und irgendwann hat das Geld angefangen zu rosten. Hier haben wir was viel Besseres. Erstens mal wesentlich größer, mit 6 Litern Rauminhalt. Und wir haben hier oben ein elektronisches Zählwerk. Und jetzt kenne ich viele, die sparen auf gewisse Ziele. Ja. Jetzt eine Bekannte von mir hat dieses Jahr ihren 56. Geburtstag gefeiert. Und die hat sich fest vorgenommen, zum 60. Geburtstag will sie nach Hawaii. So, das ist ein großes Ziel. Aber ein sehr kostspieliges Ziel. Aber da fange ich halt mal an. Du weißt, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Und der ist hier. So, und jetzt siehst du, ich habe hier verschiedene Münzen. Wir fangen mal an zu sparen. Und ich zeige Ihnen auch gleich, schauen Sie mal, hier. Da oben sehen wir es, was reingeworfen wurde. Und dann ich habe gar nicht mitgezählt, aber jetzt kann ich ja ganz einfach ablesen. Jetzt da oben, sehen wir es, drin. Alles klar, ich wollte jetzt gerade fragen, wer von euch hat mitgezählt? Wie viel Geld ist denn jetzt drin? Monika? Du sollst nicht spickeln. 10 Euro? Ich muss jetzt auch vielleicht sparen für ein neues Auto. 8 Euro habe ich schon. So, also, das ist schön. Wir haben übrigens auch so eine manuelle Plus- oder Minus-Taste. Minus, wenn man mal was Außergewöhnliches entnimmt. Und Plus, wenn zum Beispiel auch mal ein kleiner Schein reinwandert. Ja? Und so hast du immer die Übersicht. Was ich hier auch schön finde, du könntest bei der Größe sogar auch ein Bild von deinem Ziel hineinmachen. Ja? Also jetzt sage ich mal von Hawaii, bei Diana von ihrem neuen roten Sportwagen, Cabrio, Zweisitzer, 500 PS. Bei Monika der Kinderwagen. Ja. Bei Monika der Kinderwagen, genau, kommt alles rein. Nein, ich finde das toll. Und jetzt für 15 Euro, es ist was ganz Außergewöhnliches. Monika sieht ein bisschen schockiert aus. Nein, auf was würdest du jetzt aktuell sparen? Ein großes Ziel. Ich denke auch auf irgendeinen Urlaub. Ja. Auch auf Urlaub. Irgendeinen Urlaub. Irgendeinen Urlaub. Ja, doch, doch. Passen? Sparziel? Ein Urlaub ist schon eine feine Angelegenheit. Ja, ja. Also auch wenn Schweinchen schwimmen oder so. Schweinchen schwimmen? Das will ich gerne mal machen. Delfin schwimmen, das ist ein Schweinchen schwimmen. Schweinchen. Du, da gehst du mal mit Carsten ins Schwimmbad, dann hast du Schweinchen schwimmen. Mit Schweinchen schwimmen? Ja. Ja, ich habe auch schon davon gehört. Das nach der Serie nochmal ausgeschüttet. Das soll sehr beruhigend sein, Schweinchen schwimmen. Schweinchen? Ja, das gibt es auch mit Wahlen, mit Delfinen, überall. Also haben Sie auch ein Ziel, dann damit wird's. Du sollst das Geld verlassen. Das ist meins. Du wolltest doch mal schauen. Okay. So, komm mal hier. Also, dreimal Urlaub, einmal Auto. Wie sieht es bei Ihnen beim Ziel aus? Hochzeit,
neue Küche, neues Sofa, all sowas eben. Alles so die ganz kostspieligen Geschichten. Jetzt ist das ein Preisalarm, deswegen bitte nur einmal bestellen, aber trotzdem sparen Sie mal richtig ordentlich Kohle hier. Im doppelseitigen Sinne. Bei unseren Kollegen von Pöll.de knapp 30 Euro, übrigens aus der Premium-Serie. Das heißt, am häufigsten bestellt und am besten bewertet. Bestellnummer hier ist die NX6925 und die 569. Und für unsere XXL Jumbo-Spardose mit dem praktischen Münzzählwerk haben wir hier den Preis mal eben halbiert auf gerade mal 15 Euro. Also, wir fahren auf ein schönes Ziel hin. Ich behaupte, jetzt wird es aber mal sehr, sehr interessant und das nicht nur für die Menschen, sondern wahrscheinlich auch für ihren liebgewonnenen Vierbeiner. Es schlägt wieder 15. Tja, und so wie es aussieht, bleibt es noch eine Weile kalt. Für Mensch als auch für Tier. Und hier haben wir wirklich etwas unglaublich Angenehmes. Und zwar eine Wärmdecke hier. Das siehst du, so knapp 40 mal 30 Zentimeter. Ja. Unglaublich flauschig. Fährst du mal drüber. Das ist deutsche Decke? Wieder andersrum. Ja, guck mal so. Fahr mal drüber. Das ist wirklich eine Decke. Decke, ja, kein Deckel, Decke. So, jetzt sehen wir hier ein Stromkabel. Und das heißt, das ist beheizbar. Die ist jetzt nicht nur flauschig, sondern in drei Wärmestufen beheizbar. Jetzt hast du gesagt, für Mensch und Tier, die ist auch beworben als Tierdecke. Ich kann mir bei einem kleinen Hund oder bei einer Katze gut vorstellen, dass das sofort der Lieblingsplatz wird. Ja. Mit die suchen sich einen warmen Platz. Und ich weiß, dass dieses Produkt auch bei uns in der Regie und auch in der Produktvorbereitung sehr beliebt sein wird. Die schicken sich täglich Katzen Fotos von links nach rechts, ja, und ist das dementsprechend so? Ist das, ja, habe ich jetzt ein Geheimnis verraten, obla, macht nichts, aber jetzt sage ich auch mal, für die Damen, Cäsar. Unterleibsbeschwerden oder ähnliches, eine Wärmedecke mal auf dem Bauch, mit Sicherheit kein Fehler, oder du hast einen richtig kalten Poppes, ja, dann sitzt du einfach mal drauf, ja, natürlich, ich gebe es dir gerne. Keiner hindert dich daran, das Kissen auf meinen Rücken zu legen. Guck mal, das gefällt mir auch. Das gefällt dir auch. Ist übrigens waschbar bei 40 Grad. Ganz wichtig ist, wenn Sie mal vergessen, es auszuschalten. Das ist kein großes Drama. Der Stromverbrauch liegt maximal bei 100 Watt. Und vor allem, es hat einen automatischen Abschalttimer. Nach 90 Minuten spätestens, wenn Sie es nicht gemacht haben, schaltet es ab. Wenn Sie weiter Wärme wollen, dann schalten Sie es einfach einmal aus und wieder an. Dann geht's wieder. Merkst du das, wie schnell? Ja. Das gibt's auch nicht mehr her, oder? Wirklich, ne? Also, unsere Katze Diana liebt es auch. Miau. Miau. Ja, ja. Also wirklich definitiv genauso richtig für Mensch und oder für Tier. Und genau deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass Sie es ja gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern können. Das heißt, gerne einen für sich. Für 15 Euro, glaube ich, macht man da alles richtig. Und vielleicht nochmal einen zweiten. Oder vielleicht nochmal einen dritten für Partner und fürs Haustier. Man achte auf die Reihenfolge. Sehr, sehr cool gemacht hier. Ein sehr, sehr schönes Teil. Wie gesagt, von der Größe her, vom Stromverbrauch verschwindend gering. Also das kann man wirklich vernachlässigen. Und ich glaube, auch mal bei einem Menschen eine willkommene Alternative zu einer klassischen Wärmflasche. Ich hätte mich am Wochenende sehr gefreut, wenn ich das Kissen gehabt hätte. Ja, also mir den Rücken so ein bisschen verrenkt habe. Also ein elektrisches Heizkissen für Mensch und für Tier bei unseren Kollegen von Pöll.de. Ein Preis mit knapp 24 Euro. Wir kriegen es günstiger hin. Bis zu 5-mal bestellbar für gerade mal 15 Euro das Stück. Mit der Bestellnummer NX7456 und der 569. Und jetzt kommt der Moment, wo es mir schon den ganzen Tag vorgraut. Denn gleich werde ich garantiert Appetit bekommen. Warum? Schauen Sie sich an. Es schlägt wieder 15. Ja, es gibt Snacks, die mag jeder. Da gehört Popcorn zum Beispiel dazu. Da gibt es nur ganz wenige, die sagen, nee, kein Popcorn. Und vor allem Crepe. In verschiedenen Varianten. Mal ein bisschen süß, mal ein bisschen deftig. Das spielt keine Rolle bei diesem Crepe-Maker. Und jetzt haben wir hier wirklich einen Crepe-Maker der Extraklasse. Sie sehen einen Ausschalten, der wird auch sehr schnell heiß. Was ich hier liebe, ist, wir haben hier eine Teigoberfläche, also für Crepe von 23 cm. Oh, schön im groß. Durchmesser. Super. Das ist also richtig schön. Aber vor allem, wir haben hier einen Rand ringsherum. Und das ist für mich ganz wichtig, weil es gibt ja auch diese flachen Crepe-Maker. Da werde ich wahnsinnig. Da läuft ja alles rechts und links runter. Ja, ich habe das nie im Griff. Ja, ja. Hier haben wir natürlich das Zubehör noch dazu. Das ist der Teigverteiler. Damit kannst du jetzt wirklich den Teig bis in die letzten Ecken, sodass der Crepe, das Crepe, der Crepe auch richtig schön rund ist. Mhm, und dann haben wir natürlich noch diesen Spatel, mit dem ich ihn dann löse. Das Ganze ist antihaftbeschichtet. Ja? Und dann einfach Teig, kostet ein paar Cent. Ja.
Wenn man ihn selber macht, kann man sogar fertig kaufen für ein paar Cent. Und jetzt wenden und dann belegen, wie man es mag. Wie magst du Crepe, Monika? Am liebsten mit Schokosoße oder auch manchmal wirklich deftig mit Käse oder Schinken. Käse, Schinken. Aber ich liebe Crepe. So, wenn man das zu Hause hat, och, lecker. Wie sieht es bei dir aus, hier? Bei mir Ziegenkäse, Biene und Honig. Birne. Ach, Birne. Ziegenkäse, Birne und Honig. Stimmt, da hatten wir es noch nicht schon mal davon. Ich will das unbedingt mal probieren. Ja. Carsten, bist du der Süße, oder? Ich bin der Süße. Crêpe au sucre, beispielsweise. Also nur mit Zucker? Mit Zucker. Also super zusammengefaltet. Cool, oder so ein Schokoriegel rein. Oh, ja. Ja, Sie sehen, wir sind hier Genießer. Ich würde es auch, Monika, was sie als Zweites gesagt hat, Schinkenkäse, finde ich hervorragend. Ja? Und es schmeckt gut. Es ist schnell gemacht, es kostet nicht viel und ist auch gerade mal so als Snack zwischendurch, wenn ich sage jetzt mal für die Älteren, wenn die Hunger. Enkel zu Besuch sind. Oma, Opa, ich habe Hunger. Dann sagst du, komm, wir machen kurz vorher ein paar Crêpe. Und ist euch schon mal aufgefallen, ich weiß nicht, wart ihr dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Die längsten Schlangen sind wo? Immer. Bei Crêpe. Vom Crêpe-Stand. Mhm. Immer. Ja, und den gibt es dann in verschiedenen Varianten, mit Marmelade, mit Schokosoße, mit Schokoriegel, deftig, mit Puderzucker. Und das können Sie alles selber machen zu Hause. Ja. Und alles, was man braucht. Die sind teuer geworden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube 3 Crêpes und dann hat man den schon wieder raus. In der Tat. Ja, aber das kostet normalerweise Crêpe mit Zucker, so 4-5 Euro mit Sicherheit mittlerweile. Und diesen Teig kannst du auch kaufen. Den kannst du selber kochen. Ja. Also ich koche meistens, du kannst auch aus Kefir machen, Milch, also das gibt verschiedene. Jetzt müssen wir natürlich zur Verteidigung der Crêpe Betreiber der Stände sagen, die Preise sind ja gerechtfertigt. Die haben Energiekosten, die haben Personalkosten, Standkosten. Das war ja außer Frage, aber wir müssen es ja entsprechend bezahlen. Ah, und vor allem für mich ist das wichtigste Argument, ich möchte für meinen nächsten Crêpe nicht auf den nächsten Weihnachtsmarkt warten. Ja. Aber das geht noch ein bisschen bis Weihnachten. Ja? Ja, also deshalb hier, guck mal, da sehen wir, der ist sicher, der ist sicher für Monika. Mit so einer leckeren Nuss-Nougat-Creme, oder? Wie einfach das geht. Ja? Jetzt zack, 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 drauf mit dem Spatel eben verteilen, da läuft auch nichts runter, rechts und links, danach mit dem Küchencrêpe sauber machen und wieder ab in den Schrank. Aber so schnell hast du mir eben Crêpe gemacht. Bananenstücke oder was? Oh, auch lecker. Banane und Schokocreme. Ich habe gesagt, da graut es mir den ganzen Tag schon vor drauf. Jetzt weiß ich ja wieder warum. Weil ich jetzt Appetit bekomme. Ich könnte jetzt da reinbeißen, was wir da gerade sehen. Stück, egal, fünf was Stück das auf ist. Einmal. Ja. Nur Bananen. Nur Bananen. Bisschen auch nicht Zucker. Schlecht. Auch nicht schlecht, oder? Okay, ich glaube, da gibt es ja hunderte von Variationen, die wir hier haben. Jeder nach seiner Fasson, sagt man in Köln so schön. Ja? Unser Medium Crêpe Maker, so heißt er. Elektrisch betrieben mit 23 cm Crêpes vom Durchmesser, knapp 25 Euro bei den Kollegen von Pearl.de, 15 Euro bei uns. Und ich möchte wetten, sehr, sehr viele glückliche Augen, die gibt es gratis dazu, wenn der Crêpe fertig ist. NC 3627 und die 569. Und es wird Zeit mal für was richtig Praktisches hier bei uns. Es schlägt wieder 15. Und ich musste wirklich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es das gibt. Es ist ein XXXXXL-Feuerzeug. Mhm. Das können wir wirklich sagen. Also Sie sehen im ersten Moment ein Stabfeuerzeug, das ich einschalten kann, das zu 100% elektrisch ist. Denn hier vorne, da sehen wir das, wird, sobald ich es einschalte, ein Lichtbogen erzeugt. Und damit kann ich jetzt, ich hoffe, Sie sehen es. Ich mache es mal so. Ja. Wirklich, und das ist schon mal eine unglaubliche Reichweite. Hier, mit knapp 40 Zentimetern. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, das hat Diana mir schon vorweggenommen, um die Ecke anzuzünden. Aber, was für mich der Punkt ist, wo ich es noch nie gesehen habe, ist ganz einfach hier. 80 Zentimeter Länge. Und ich habe jetzt spontan auch an die gedacht, ja, wenn man es auf dem Boden machen will, ohne sich zu bücken, das ist natürlich ein Fall, wo man es nutzen kann. Aber auch an die zum Beispiel den Weihnachtsbaum noch mit echten Kerzen betreiben. Das gibt es ja auch. Bei dem 2-Meter-Baum, da kriegst du schon Schwierigkeiten. Ja. Wie willst du denn rankommen? Dann Leitern oder was? Jeden Tag ein kleines Feuerzeug. Schau mal, hier kommen wir überall hin hoch. Mhm. Früher war das natürlich so. Früher hattest du ja Kronleuchter mit Kerzen. Ja? Mhm. Aber sowas gibt es überall mal. Und jetzt kannst du auch mal ohne die Kerze, wenn du magst, ohne die Kerze rausmachen. Gehen wir mal von oben durch. Guck mal. Und jetzt muss ich zielen ein bisschen. Mhm. Ich hoffe, es geht. Und? Ich sehe es nicht. Ich sehe. Müsste gehen. Kannst du schon? Magst du mir? Ich glaube, ich muss noch ganz gerade. Sicherheitsschalter dran. Dann funktioniert's. Ja? Ach, ich habe es nicht eingeschaltet. Da. So, jetzt übrigens Akku betrieben, ganz, ganz wichtig. Also immer wieder aufladbar, einmal kaufen, immer haben. Jetzt muss ich den Knopf noch finden. Da ist er. Und jetzt können wir hier anzünden. Und da. Funktioniert's. Ja. Sehen Sie, aber das hier mit dem Teleskop, elektrische Feuerzeuge, die kennen wir ja alle. Dort gehen, ne? Aber mit diesem Teleskop finde ich wahnsinnig. Ja?
Ich habe vor kurzem witzigerweise noch im Supermarkt an der Kasse vor diesen Stabfeuerzeugen gestanden. Also diese gasbetriebenen Dinger dann da. Stimmt. Erstens waren die Potten hässlich in so einem komischen quietschrot, quietschblau, quietschgelb. So und ehrlich gesagt sind die dann noch gefühlt am dritten, vierten Mal einschalten, dann auch schon wieder leer gelaufen. Hier haben sie 80 cm Länge, die Spitze ist flexibel, das Teleskoprohr ist entsprechend flexibel. Und wenn es leer ist, dann laden sie es ganz einfach am nächstbesten Netzteil wieder auf und dann steht sie wieder zur Verfügung. Ist vielleicht auch für den nächsten Kamin, wenn sie ihn anmachen möchten, sinnvoller. Dann fackeln die Haare nicht so ab, wenn du ein bisschen weiter rein musst, um den Kamin anzumachen, oder? Du, aber auch wenn du auch irgendwo am Boden oder auch auf dem Friedhof eine Kerze anzünden willst, das auf die Knie und auf der Erde rum, geht mit dem auch viel einfacher. Ist definitiv damit wesentlich leichter. Die ZX8292 und die 569. Und jetzt reden wir mal Tacheles. Jetzt kommen die Tatsachen auf den Tisch. Es schlägt wieder 15. So, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe eine solche Waage in diesem Preisgefüge noch nie gesehen. Es ist eine sogenannte Körperanalysewaage, die wir hier sehen, auf die man bitte immer barfuß draufsteht, weil nur dann funktioniert es, es sei denn, man möchte nur das Gewicht, das machen. Das ist die erste Option. 14 Optionen haben wir hier und wir sehen das wunderschön. Es ist Glas und zwar hier belastbar bis, das ist auch für die starken Leute, für die Mannsbilder unter uns, bis 180 Kilo. Und jetzt kannst du hier, da gibt es eine kostenlose App dazu, und dann kannst du verschiedene Profile für bis zu 24 Personen, das ist eine komplette Fußballmannschaft, anlegen. Ja? Jetzt, ich sag mal, so eine Durchschnittsfamilie sind 3 oder 4 Personen Haushalt. Dann stehst du drauf. Und jetzt misst du aber nicht nur das Gewicht, weil Gewicht ist nicht immer Gleichgewicht. Und ich möchte das mal ganz kurz so ein bisschen konkretisieren. Es gibt viele, die fangen an, Sport zu machen. Und denken, ich mache wie ein Teufel, stehe auf die Waage, da ist kein Gramm Unterschied. Muskeln sind schwerer als Fett. Da hat sich da eben was verwandelt. Da sind mehr Muskeln drin als und weniger Fett. Also hat man eigentlich doch abgenommen. Und das kann man hier genau analysieren. Also, wir haben hier natürlich das Gewicht, Körperfett, das Gewicht der Knochen, das Gewicht der Muskeln, den Wasseranteil, den Body Mass Index. Dann Unterhautfettgewebe wird hier gemessen und vieles mehr und ihr biologisches Alter wird auch errechnet. Oh. Hier sehen Sie mal alle 14 Optionen. Und was ich halt schön finde, erstens mal, wir haben natürlich oben ein kleines Display, wo man sieht, aber du kannst das alles auch per App ganz einfach auch Langzeit hier auflisten. Das also ist auch praktisch. Du musst dich aufschreiben, wie viel habe ich letzte Woche gewogen, wie viel mache ich heute. Ja. Das machst du einfach über die App und hast dann eine Analyse. Könnte natürlich Motivation sein, wenn man abnimmt, wenn man abnehmen will, wenn man Diät oder Sport macht. Und vor allem mehr Motivation, weil man liest die Körperveränderung nicht immer am reinen Gewicht ab. Ja? Man liest es an der Veränderung ab. Muskelmasse zu Körperfett, am Body Mass Index, der auch ganz wichtig ist. Auch im Gegenteil kann man das mal messen, wenn man eben dazu neigt, zu dünn zu werden. Das ist ja auch oftmals ein Problem, kann man das hier sehen. Und ich habe so Körperanalysewaagen gesehen, die kosten 99 Euro. Hier, ich hätte jetzt 49 geschätzt. Ja? Ich weiß jetzt auch gar nicht, was sie bei uns im Shop kosten, aber so 50 Euro für so eine Körperanalysewaage ist für mich also ein realistischer Preis. Sie bekommen es für 15. Wäre ich auch glatt bereit gewesen, dafür zu bezahlen. Also meine, für eine vernünftige Analyse, also wo du ganz einfach wirklich sehen kannst, was ist jetzt hier Sache. Was mich schockiert hat, ist das biologische Alter. Ja. 100 geschätzt. Ist das dreistellig? Ist das Aber ich muss sagen, ein Fitnessstudio, das gibt eine Funktion mit diesem. Und das kostet 20 Euro. Übrigens, kleinen Tipp noch an die Herren, die ungefähr meine Statur haben. Bauch einziehen verändert das Gewicht auf der Waage nicht. Masse verändert sie in dem Fall nicht. 15 Euro für eine 14-in-1 Körperanalysewaage aus Glas mit allem Schnipp und Schnapp. Die NC7734 und die 569. Wenn die Sendung jetzt gleich vorbei ist, werden wir alle nacheinander da draufsteigen. Das Ergebnis zeigen wir Ihnen im Laufe des Tages. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß im weiteren Programm. Tschüss.